bevor wir hier, wenn du schon schießt und heißt es Action draußen. Hey. Ja, da war noch einer. Ich schmelze noch mal ein bisschen Stein ein und dann hole ich mal eben das am Zement raus, was wir machen können. Mhm. So. Weil dann brauchen wir nämlich Zement. Zement, glaube ich, ist noch in der Kiste. Aber ich komme jetzt nach Hause. Ich habe jetzt mal eine Einladung geschickt. Ah ja, genau. Warte, mal wieder reinkommen. Angenommen. Da, da. So, Sand haben wir. Steine habe ich auch noch. Dann schmeiße ich nochmal an, was wir so haben. Honey, I'm home. Hi. Hallo. Willst du einen Drink? Bitte, ja. Und Kartoffeln. Und Pantoffeln. Fernseher und so. Ja, genau. Was darf ich denn sein? Ein Yucca-Saft-Smoothie. Kaffee hätte ich auch da. Ja, bitte. Kaffee nehme ich immer gern. So, ich schmeiß jetzt mal 1637 Betonmischung an. Okay. Und dann können wir gucken, ob wir dann feuchte Betonblöcke brauchen oder sonst irgendetwas. Jo, das sieht gut aus. Prima. Dann geht das wieder zurück. Ja, die AK kann ich drin lassen. Achso, Essen wollte ich mir ins Inventar packen. Ich pack mal alles zum Bauen in die Kiste mit den, wo die Quests drin liegen. Und ja. Die Mopeds und so. Hm. Die Mopeds, die drei, ne, die wir jetzt inzwischen haben. Genau. Und leg es einmal rein. So, was wollte ich mal? Ich wollte mal eben Essen vergleichen, wollte ich, genau. So, wenn ich jetzt mal eben den Penner-Eintopf war 64 Ausdauer, 32 Gesundheit, 20 Wasser. 50 Ausdauer, 25 Gesundheit. Wasser ist identisch. Ja gut, der macht natürlich ein bisschen mehr Ausdauer und Gesundheit, der Penner-Eintopf. Aber geht auch, das andere geht auch. Der macht auch Gesundheit. Okay. Und was wir haben, haben wir. Also genau, aber so schnell geht uns das, glaube ich, nicht aus, das Essen. So. Das Schembel-Geheimnis. Das geht wirklich nur mit einem Rezept freizuschalten, okay? Ich habe mal wieder Stein nachgefüllt bei der Zementschmiede. Mhm. Ich mache jetzt mal aus einem Stack Stein auch mal Sand. Mhm. Da haben wir auch nicht so viel. Wie war denn unser Fazit zu dem Molotow-Cocktail, außer wenn wir uns jetzt selber in Brand setzen, meine ich. Die waren eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Aber wir haben auch noch welche, vielleicht reichen die erstmal dafür. Das war eben das Blöde, dass man das gar nicht so richtig unter Kontrolle hat, ob man sich nicht selber in Brand setzt. Ach, da sind ja auch noch welche. Ah, okay. Dann mache ich die anderen drüber. Ja, dann reicht das sowieso locker. Dann haben wir. Wow. 56 haben wir. 56 Molotovs. Okay. Das reicht erstmal auf jeden Fall. Okay. Der kommt vom Kinn. Ach, genau.
genau, das war das. Wir wollten ja, oder ich wollte ja dann auf Gyrocopter nochmal gehen, dass wir das ausprobieren können, ne? Genau, ja. Wie sieht's denn aus, punktetechnisch? Mechaniker. Da muss ich... Ja gut, ist der, ich muss auf Level 10 kommen bei Intelligenz. Okay. Wow, das sind 3, 6. Ich brauche 6 Punkte, um auf Level 10 in Intelligenz zu kommen. Und dann brauche ich nochmal dann den Punkt halt in Mechaniker. Puh. Das ist, ja. Das dauert noch ein bisschen. Sportlich? Ja, sehr sportlich. Ja gut, wenn du einen Überblick hast, sagst du Bescheid, was, ob wir noch mal in die Mine müssen. Ich versuche das gerade alles herzustellen. Warte mal. Ich habe 3, ich brauche 5. Baseball. Dafür brauche ich, okay. Kann man eigentlich. Ich guck noch mal in die. Nee, oh, ich drück mal den falschen. Ich guck mal in die Bücher. Feuerwerkst, was haben wir? Brandwaffen. Zeitner. Okay. Jux in Beute, Munition in Beute, finde mehr Nahrung in Beute, finde mehr medizinische Vorräte in Beute. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ich kann einen Puffermantel machen. Ach, das habe ich glaube ich sogar schon gemacht. Genau. Genau, Klingen schon in der Kiste. Klingenwaffen verursachen nachts 10% mehr Schaden. Viel geschlafenen Opfern nachts mit Schleichangriffen 50% Schaden zusätzlich zu. Magnum-Vollstrecker. Wenn du mit gezogener Magnum handelst, machst du ein um 5% besseres Geschäft. Okay. Okay. Ich fuchtel damit nur so rum, ne? Aber ich will niemanden einschüchtern. Ah, da fehlt Stahl. Mehr Schaden. Also Eisen. Damit wir Stahl machen können. Ja. Ja, gut, dann packe ich mir schon mal einen Kaffee ein. Ne? Jetzt wird ja jetzt sowieso dunkel. Kaffee, 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 Kaffee. Aber ich muss keine Frauenzeitschriften lesen, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe gerne in die Mine, aber bitte lass mich keine Frauenzeitschriften lesen. Ah, das war witzig. Oh je. ja, ich nehme mir mal ein Moped. Weil da hinten war ja so eine super Mine, da war ja alles drin. Dann mal eben. Oh Mann, ich drücke mal den. Warum drücke ich den aber jetzt mal den falschen Knopf hier? So. So, Moped. Ich sagte, ich bastel da halt weiter rum. Ja, schau, dass das alles fertig ist für das Bauen dann. Ich hab soweit alles. Das klappt schon. So, welche war das denn? Das war irgendwie die am Wasser, glaube ich, die Mine. Das war in BRD. Die? Ich glaube, das war die hier. Die müsste das sein. Okay. Oh, das ist immer wieder ganz angenehm, in der 18-4er rumzulaufen. Ist nicht alles so bunt hier. Das stimmt. Dann gehe ich mal. Ja.
So, genau, da haben wir alles. Eisen, okay. Supi. Da komme ich so nicht dran. Das war mal eben so. Haben wir keinen trüben Wasser mehr? Nein. Was denn? Wir haben kein trübes Wasser mehr. Aber wir haben, glaube ich, noch leere Gläser. Dann 96er. So ein bisschen abstützen hier. Das wird ja übel. Sonst. Ich lege mal die Eintöpfe in die Kiste. Also du kannst auch sonst, wie gesagt, die leeren Gläser erstmal sonst alle nehmen, weil Molotows haben wir erstmal lang und schlapp für die nächste Horde. Das brauchen wir erstmal nicht zu basteln, kannst du gerne dafür nehmen. Okay. Oh, scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass ich die falsche Axt in der Hand habe. ja. Okay. Ich habe den... Hast du ihn gehaut? Nein, ich habe den Holzrahmenblock, den ich gerade frisch gesetzt habe, den habe ich... zerstört. Okay. Komplett weggehauen gerade. So. So. Schnell wegpacken und die nehmen. Es ist abends, okay. Ja. Das ist. Es wird gleich dunkel. Ich dachte, es wird morgens. Nee, wir hatten am Tage diesmal aufgehört, weil das alles sich so nach hinten verschoben hatte. Dass wir dann noch die Horde gemacht haben und da repariert haben und dann, da war es dann schon fast, war dann schon fast 4 Stunden wieder rum. Das merkt man ja so manchmal gar nicht. Das stimmt, ja. So, mal hier ein bisschen stützen. Eins, zwei, drei, da oben ist noch Eisen, dann holen wir das Eisen erstmal eben weg. Das Eisen. Das. Ach, Mann. Dieses Anvisieren, ne? Wenn da irgendwo Eisen zwischen Sand ist oder sowas, das ist so, ja. Jetzt fahre ich mit der Schaufel auf Eisen. Sehr schön. Oh. Ja, dann werde ich gleich mal gucken. Ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei hier liegen. Ich werfe doch mal Kleber an. Ja, okay. Ja. Ja, ich muss erst mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, guck mal. es ist sogar noch die gleiche. Juhu. Es ist noch die gleiche Zeitschrift, die habe ich sogar noch aufgeschlagen gelassen. Yay! Ja, Freude. Ich habe leider keinen Kaffee hier, den ich mal eben drüber vergießen kann. Aus Versehen. Huch. Upsi. Was haben wir denn hier so Schönes? Oh Mann, oh nein, kein Beziehungsratgeber, bitte. Yay, nein, das will ich nicht lesen. Unrealistisch. Oh! Okay. Oha. Was? Was sind denn das für Themen nochmal? Hier steht auch wieder 7 Minuten Lesedauer, aber das will ich gar nicht lesen. Das Thema heißt Fremdgehen erlaubt. Okay. Okay. Szenen einer offenen Ehe. Naja. Wer hat denn das geschrieben? Was?
Oh nee, das könnte ich nicht, Entschuldigung, aber das geht gar nicht. Nein, 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 nein. Das geht aber so weiter, sag mal, das ist, glaube ich, deren Rubrik, das ist eine Sexrubrik oder sowas. Okay. Zehn Strategien und einfache Tricks, sich immer heiß zu fühlen. Hilfe? Kann ich bitte eine andere Zeitschrift? Kann ich bitte die Bravo lesen? Ja. Männer-Podcast, okay. Die machen uns Konkurrenz. Dapperlot. Dürfen die das? Ja. Weiß ich nicht, eigentlich nicht. oh nein, und wie? Ach Mann. Diesmal über Sex bei den Eltern und das peinliche Erwachen. Okay, ja, wow. Sarah, darf ich die Bravo lesen? Ja. Kommt mal bitte wieder Mode oder Schminken oder sowas? Oder die kleinsten Taschen der Welt? Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Okay, Lux im 80er Disco-Look. Okay. Es ist heute so vielen peinlich und die wollen das wieder. Da war ich zum Glück noch tatsächlich mal zu. Da war ich echt noch mal zu jung für, um so rumzulaufen. Juhu. Die Wurstsuppen. Ja, das, da kann man wenig zu sagen. Das sind Bilder mit Abbildungen halt, na so. Kannst du dann nachmachen, wenn man das will, aber ich will das nicht. Ihr optimaler Vita-Mix. Macht es nicht einfacher. Was fehlt mir jetzt schon wieder? Vielleicht Vitamin A? ich lese hier gerade. Kapseln, Kopfstand oder Knoblauch lässt sich das Immunsystem wirklich damit stärken und so weiter und so fort und bringt das den Körper abzuhärten? Okay. Vitamin C Schlummertrunk, Sanddornmilch, 250 Milliliter Milch mit 6 Esslöffeln Sanddornmark in den Mixer und mit 2 Esslöffel Honig und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Okay, das könnte man trinken. Sanddorn ist ja auch so ein bisschen herber. Das wächst ja viel bei uns an der Küste. Ich mag den Geschmack nicht sonderlich. Echt nicht? Ich finde die Pflanze so cool, weil die so viel Wetterlagen ab kann. Das finde ich irgendwie, das sage ich immer, Respekt. Respekt für die Pflanze, dass die das ab kann. Aber es geht, also so verkehrt finde ich das gar nicht. Wie gesagt, ich mag so herbere Sachen. Finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Genauso wie so hier Pink Grapefruit und sowas. Ne? Also nicht extrem Grapefruit oder sowas, aber so Pink Grapefruit ist so ein bisschen süßlich, bitter, herb. Das ist eine schöne Kombination. Aha, okay, der Placebo-Effekt. Ist unglaublich machtvoll. Täglich geschlucktes Vitamin C schützt de facto aber leider trotzdem nicht vor einer Erkältung. Es kann nur dabei helfen, sie besser und schneller zu überstehen. Okay. Vitamine in
Supplements wirken effektiver in Multipräparaten, zum Beispiel Vitamin C mit Selen, Zink und sekundären Pflanzenstoffen. Aha. Also in Kombination mit anderen Sachen, alles klar. Ja gut, das ist wie mit, wie war denn das? Eisen. Wenn man Vitamin C muss man, glaube ich, dazu aufnehmen, damit man das Eisen besser aufnehmen kann. Ich weiß nur, dass eine Kollegin sich immer Krautensaft gekauft hat in der Kantine und dann Öl reingegeben hat, Olivenöl, damit man das irgendwie aufnehmen kann. Genau. Sonst kannst du das Karotin, glaube ich, nicht so gut lösen, aber Karottensaft ist so eklig. Entschuldigung. Geht gar nicht bei mir. Mich ekelt eher das Olivenöl da drinnen. Ja, du kannst auch ein anderes Öl nehmen. Ne? Also ich würde was Geschmacksneutraleres nehmen, weil Olivenöl hat ja einen sehr starken Eigengeschmack. Und dementsprechend. So. Ich finde es schüttelhaft. Also ich sag mal so, Karottensaft in einem in unterschiedlichen Gemüse- oder Fruchtsäften drin ist eine Sache. Das ist okay, aber nur Karottensaft, also reinen Karottensaft, damit kannst du mich jagen. Hm. Schrecklich, für mich jedenfalls. Da kann ich nur wieder sagen, jedem das Seine und wenn man Karottensaft liebt, supi. Aber nicht ich. Ich verstehe ja auch das Verhalten im Flugzeug nicht, dass da plötzlich jeder Tomatensaft haben will. Ich trinke mein ganzes Leben keinen Tomatensaft, unbeglücklich. Da muss ich sagen, ich liebe Tomatensaft. Ich mag Tomatensaft echt sehr gerne, ja. Mit Salz und mit Pfeffer gerne drin. Ja, ich weiß. aber ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, diesen Jipper da drauf, den haben, glaube ich, viele, weil viele trinken ja nur dann im Flieger den Tomatensaft. Ja, eben, das hat, glaube ich, was mit dieser Luft, mit dieser Lufttrockenheit im Flieger zu tun irgendwie. Das ist, glaube ich, irgendetwas, also was das auslöst. Da gab es schon mal Studien drüber. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher, was das war, aber ich habe das mal gelesen. Also, ich weiß ja nicht. Doch, also das muss ich sagen, wenn der richtig gut ist, Tomatensaft oder Gemüsesaft mag ich tatsächlich. Also nicht immer, aber manchmal, ja, habe ich dann auch ein Jipper drauf. Oh nein. Täglich Kopf stehen. Äußerlich sieht man nach ein paar Asanas den typischen Glow im Inneren des Körpers. Passiert beim Yoga aber auch eine Menge. Allein schon diese Beschreibung jetzt gerade. genau. Was heißt das? Können wir das bitte übersetzen? Vor allem durch Umkehrhaltungen, Herz oberhalb des Kopfes. Warte mal, Herz oberhalb. Oh mein Gott, Kopfstand. Herz oberhalb des Kopfes wird die Durchblutung erhöht. Ach was. Und die Lymphe kommt in Schwung. Geübte Yogis machen einen Kopf- oder Schulterstand. Anfänger verweilen in der tiefen Vorwärtsbeuge. Eine super Immunasana ist... Könnt ihr das nicht einfach sagen, was das ist? Ich habe jetzt hier keinen Yoga-Übersetzer, keinen Yoga-Duden oder sowas. Also ich weiß nicht, was das jetzt heißt, aber gut. Ich auch nicht. Anfänger verweilen in der tiefen Vorwärtsbeuge. Eine super Immun-Asana ist auch der herabschauende Hund. Kopfüberhaltungen gelingen übrigens mit einem Schulterbänkchen. Das klingt süß. Das klingt süß, ne? Ich zwinge es auch. Ich wollte schon immer mal den herabschauenden Hund machen. Oh Gott. Dann kann ich kann jetzt voll mitreden. Ich habe jetzt voll den Glow, ne? Weil ich habe heute ganz viele Asanas gemacht. Also ich habe den Super Glow. Es spricht ja nichts dagegen, aber... Und langsam rückwärts gehen. Ja, genau. Ich meine, da spricht doch nichts dagegen, aber muss man dann immer davon ausgehen, dass jeder gleich alle Begriffe kennt? Die muss ich doch nachschlagen. Ich finde das immer ein bisschen arrogant. Ne, weil man dann so davon ausgeht, dass jeder sofort weiß, was gemeint ist.
Aber hier neigen sowieso in der Zeitschrift dazu, ne? Also hier werden dann viele auch englischsprachige Begriffe einfach so eingepflegt, als wenn sie dazugehören würden. Okay. Wenn hier zum Beispiel steht, soweit die Hard Facts. Also die harten Fakten. Ja. Yeah. Ne, das ist so die Hard Facts. Nicht die harten Fakten, sondern die Hard Facts. Oder wie wir Amerikaner sagen würden, die Hard Facts. Entschuldigung. Oh Gott. Mann, das passiert, wenn ich Frauenzeitschriften lese. Es kommt nichts Gutes dabei raus. Was haben wir denn noch Schönes? Was? Ich schaue halt auch wieder unsere Waffen durch. Ja. Was ich davon vernichten kann. Quasi. Also ich habe mein Jagdgewehr und meine AK habe ich jetzt hier im Inventar. So von mir aus ist das, was kannst du darüber frei verfügen, über die anderen Waffen, die da rumfliegen? Ja, wir haben allein 5 Jagdgewehre in der Kiste. Was ja, siehst du. Also kannst du meinetwegen... Dann nehme ich wieder die kleineren und nehme sie also an. Jo. Würde ich sagen. Weißt du, auf der Seite davor reden die über Glow und Asanas und Hard Facts und keine Ahnung was. Und auf der nächsten Seite steht dann so ein Meditationskissen, was die an den Mann bringen wollen. Und dann steht da drunter, sie denken, meditieren ist nur was für ESO-Fans? Haben die nicht gerade eben über Yoga geredet, über Meditation und Übungen und keine Ahnung was? Und jetzt auf einmal... Vielleicht meinen sie aber auch Elder Scrolls Online, das weiß ich natürlich nicht. Meditieren ist nur was für Elder Scrolls Online-Fans. Schön, wenn die sich immer irgendwie auf der nächsten Seite schon wieder gleich widersprechen. Ich habe Schmerzen. Oh nein, warte mal, ich guck mal, ob wir irgendwas dagegen haben. Bitte ein Hello Kitty Browser. Nee, Hello Kitty glaube ich nicht. Ja, was? Okay, das wird es jetzt nicht besser machen. Achtung. Super. Coffee. Wem vor lauter Ingwertee schon der Hals brennt, der kann entspannt wieder zur Kaffeetasse greifen. In L.A. schlürft man schon länger. Achtung. Mushroom Coffee. Um die Abwehr zu steigern, mit Extrakten des Chaga-Pilzes, einem Adaptogen, hebt der Kaffee die Stresstoleranz des Körpers an. Das entlastet das Immunsystem, schmeckt auch ganz lecker. Da muss ich so an Champignon-Creme so bedenken. Das ist doch auch nichts anderes als Tee, oder? Weiß ich nicht. Es ist die Frage, was vom Pilz holen die Kaffee raus? Weil Kaffee ist Kaffee aus Kaffeebohnen. Also ich glaube nicht, dass es Pilzbohnen gibt, oder? Gibt es Pilzbohnen? Ich hätte noch nicht davon gehört, von Pilzbohnen. Aber ich kann mich irren, also... Ja, wir sind überhaupt nicht up to date, ne? Also, hör mal, in L.A., da schlürfen sie schon längst Mushroom-Coffee und was haben wir? Regulären Kaffee. Ich glaub's ja wohl nicht. So, endlich. Halleluja. Oh Gott, die haben aber auch, weißt du, für manche Sachen haben sie... das ist doch... Die denken sich neue Begriffe aus, ganz ehrlich. Morgens kalt duschen oder Skinny Dipping im eiskalten Wintersee? Skinny Dipping? Was? Skinny Dipping, Entschuldigung. Kann ich mit meinem Schulterbänkchen auch Skinny Dipping machen? Ja.
Dipping. Im Wintersee? Was? Halte ich meinen Fuß da rein oder was? Ich habe Schmerzen. Du hast gesagt, ich soll wieder draus vorlesen. Ja! Ach ja. Ja, da, di, di, di.